darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen den Brückenschlag, was tut sich in der Verwaltung und was kann die Wirtschaft daraus Nutzen ziehen, machen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass hier ein Brückenschlag erfolgt. In der digitalen Welt können wir nicht alles anbieten, bis zum User-Service schlechthin, sondern wir können Basisdienste bereitstellen, die Sie dann in der Wirtschaft nutzen, zu Produkten veredeln, beziehungsweise aus diesen Services auch entsprechende Wertschöpfungsketten ziehen. Ich möchte da auf das eine Bild übergehen, und zwar, wenn Sie sich dieses Bild ansehen zum Thema Komplexität in der digitalen Welt, dann ist das eigentlich ein Schaubild, von dem wir ausgehen, dass die Komplexität, die Sie hier sehen, eigentlich Teil unserer gemeinsamen Aufgabenstellung ist. Jeder hat sozusagen seine Rädchen, seine Schräubchen, seine Abläufe und muss in das Ganze entsprechend das so abbilden, dass diese Abbildung entsprechend diesen Vorkehrungen auch getroffen ist und man hier entsprechend diese einzelnen Dienste auch umsetzen kann. Was sind nun sozusagen unsere Themen, was sind die Themen 2020, die wir ansetzen in der Verwaltung, damit Sie ein Gefühl bekommen, an was arbeiten wir? Wir haben uns dazu eine Vision zurechtgelegt. Ich muss nur kämpfen ein bisschen mit dem Gerät, weil ich hier nichts mehr sehe, aber ich schaffe das vielleicht auch so, weil die Vision sollten wir im Hinterkopf haben. Die Vision von uns ist eigentlich hier ganz, ganz stark in Richtung One-Stop-Government zu gehen, das heißt die Verfahren entsprechend konzentriert abzubilden, hier diese Bilder auch sozusagen vom Prozess her als einen Kontakt zu sehen. Am besten wäre natürlich, wenn wir No-Stop-Government hätten, sondern dass sozusagen Sie aktiv Ihre Services von uns bekommen. Wir in diesen Services quasi Sie darauf aufmerksam machen, wir wissen ja, wann ein Pass bei Ihnen abläuft, wir wissen, wann gewisse Steuerzahlungen eigentlich notwendig wären und können dann auf dieser Basis relativ einfach das Verfahren abwickeln. Weil Ziel ist es ja nicht wie sonst, wie bei Amazon und anderen, dass wir eine höhere Frequenz bekommen, sondern dass Sie von uns einen Service bekommen, dass Sie in Ihren Kernaufgaben nicht als Herausforderung sehen sollten, sondern eigentlich als Unterstützung, um dieses Service abzuwickeln. Weiter wesentlicher Punkt ist, dass wir entsprechend auch versuchen werden, Verfahrenswegweiser auch anzubieten. Das heißt sozusagen, die Information ist ein Kernelement unseres E-Governments. Das wollen wir versuchen auf jeden Fall auch auszubauen und hier auch durch virtuelle Verfahrensanbieter und Verfahrenshelfer Ihnen das Leben zu erleichtern, um dann sozusagen diese Abbildungen entsprechend auch abwickeln zu können und Sie zielgerichtet zu Ihrer Information kommen. Das hat auch damit zu tun, dass wir personalisierte und regionalisierte Portale machen, das heißt Konzentration auf die wesentlichen Dinge und Sie bekommen nur mehr die Formulare, die Informationen, die für Ihre Branche, für Ihre Rechtsrahmen, für Ihre Person, wo Sie wohnen zum Beispiel, dann nur mehr zielgerichtet angeboten werden. Wir haben das schon in HELP angeboten, im HELP haben Sie das schon, im USB kennen Sie das schon, wo Sie zielgerichtet auf Ihre Services hingebracht werden und dann nur mehr die elektronischen Formulare bekommen, die von relevant sind. Natürlich das große Thema Brückenschlag zwischen E-Government, E-Health und E-Business ist ein wesentliches Thema. Das heißt, wir haben hier auch diese Konvergenz in dieser Thematik ganz, ganz stark drinnen. Mal schauen, ob ich die richtige Folie erwische, weil ich sie hier nicht sehe. Wesentliche weitere Visionen sind, dass wir die Transparenz ganz stark hervorheben. Das ist für uns im Sinne des E-Government-Prozesses die eine Dimension, dass hier Transparenz ist mit Aktivitäten, wo wir Daten öffnen, wo wir die bereitstellen, haben Sie den weiteren Fokus auf diese Öffnung dieser Transparenz, die Verfügbarkeit und das ist auch das angesprochene Teil der Register, wo wir sagen, diesen Teil können Sie dann nutzen, um in Ihren Verfahren auch entsprechende Optimierungen zu machen. Das heißt, diese Transparenz ist für uns nicht nur eine Sache,
wir stellen ein paar Daten hinaus, sondern wir wollen das auch wirklich leben und entsprechend auch abwickeln. Die anderen Punkte möchte ich nur hervorheben, das Thema Partizipation, das wird für uns ein ganz großes Thema werden. Wir haben begonnen, schon vor einigen Jahren darüber nachzudenken, wie wir diese Partizipation auch umsetzen mit elektronischen Hilfsmitteln. Wien hat begonnen, das im kommunalen Bereich einmal das anzusetzen. Wir werden das auch auf der Bundesebene forcieren und das ist ein großes Thema, wo wir glauben, dass wir auch das eine oder andere an wichtigen Aspekten und Nuancen setzen. Was sind nun die Schwerpunkte für 2013, was wir uns gesetzt haben? Wir haben einmal auf jeden Fall das Thema Unternehmensserviceportal. Das ist für uns das Flaggschiff-Projekt vom Finanzministerium. Wir sind damit beteiligt, wo wir wirklich diese Phase 2 beginnen, wo es um die Optimierung von Prozessen geht. Aber da werde ich noch ein kurzes Slide auch als Überblick zeigen. Der weitere Punkt ist Konsolidierung. Wir müssen sparen, das ist gar keine Frage im IT-Sektor. Wir haben uns da einiges vorgenommen. Da sind wir momentan noch ein bisschen in Umsetzungsschwierigkeiten. Aber das ist ein Thema, wo wir intern unsere IT-Strukturen optimieren müssen, Services konzentrieren müssen, beziehungsweise auch standardisieren müssen. Nächster Punkt, Cybersecurity, das ist ein Thema, das beschäftigt uns alle. Hier wäre auch so ein Themablock, wo wir eine Strategie entwickelt haben, wo wir Staat und Wirtschaft gemeinsam eigentlich dieses Thema adressieren müssen, weil der Hackerangriff bei uns hat dieselbe Dimension wie bei Ihnen, das ist dieselbe Methodik. Hier gibt es keinen Unterschied, das heißt, hier brauchen wir auch diesen Brückenschlag, gemeinsam gegen diese Aktivitäten vorzugehen, weil die Methoden und die Angriffsszenarien sich von Staat und Wirtschaft nicht unterscheiden. Wir haben vielleicht eine andere Sensibilität, im Finanzbereich ist das wieder ein anderer Schwerpunkt, Transport und so weiter wieder. Und wenn ich nur an das ganze Thema denke, Steuerung über das Internet und die Prognosen sagen, dass 2020 50 Milliarden Dinge über das Internet gesteuert werden, dann reden wir nicht mehr darum, es wird irgendein Account irgendwo gehackt, sondern da geht es wirklich um das Eingemachte, ob unser gesellschaftliches, wirtschaftliches Leben überhaupt noch funktioniert. Bei 50 Milliarden Geräten, die über das Internet gesteuert werden, können wir ruhig von einem Cyberspace der Steuerung, dem Steuerungsraum reden, und das wird notwendig sein, dass wir gemeinsam hier vorgehen. Hervorheben möchte ich noch Personenstandsregister, Gewerberegister, das setzen wir neu auf. Auch ein wichtiger Teil im E-Government, um hier wirklich den Fokus darauf zu setzen, wo wir die Dinge aufsetzen. Und dann haben wir noch das Thema Forcierung der Handysignatur bzw. der dualen Zustellung. Das sind zwei Elemente, die ganz wichtig sind, die auch in der Wirtschaft genutzt werden können. Ich habe dann noch einige Punkte erläutert, das ist für die Dokumentation, für Ihre Folien. Wir wollen uns auch anschauen, den Arbeitsplatz der Zukunft, möchte jetzt da nicht viel weiter eingehen. Das ist für uns ein Thema, wie kommunizieren wir künftig mit unseren Kunden, Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft. Das ist also ein wichtiges Thema, wie sich hier Prozesse darstellen. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Problem auch die Wirtschaft hat. Wie kommuniziert man in welcher digitalen Welt? Vielleicht nur ein Schlagwort, wir haben also einen Workshop gehabt mit dem Zukunftsforscher Horx und der hat gesprochen von der Reanalogisierung. Ja, also wir haben zuerst einmal nachdenken müssen, was heißt das eigentlich? Aber da geht es ganz klar darum zu schauen, welche digitalen Services kann ich zielgerichtet einsetzen und mit welchen Mitteln. E-Partizipation und Bürgerbeteiligung wird ein Thema sein, das wird gerade heiß auf der politischen Ebene diskutiert. Open Government Data, wir werden in die nächste Runde gehen, werden dort versuchen, auch Daten besser verknüpfen zu können. Wir haben ein nationales Portal, das ganz, ganz wichtig ist für uns im Sinne der Transparenz, der Verfügbarkeit des Zuganges für die Wirtschaft, weil es hilft Ihnen nichts, wenn Sie ganz einfach 2500 Gemeinden abklappern müssen, um zu sehen, welche Datenbestände das sind. Für uns war dieses Portal ein wichtiger Punkt, dass die Wirtschaft, die Community Zugang über einen Punkt hat, so wie wir das beim Verfahren wollen, ein nationales Portal, wo Sie alle Angebote der offenen Daten zur Verfügung haben und daraus Ihre Wertschöpfung ziehen können. Weitere Themen, Cloud und Mobility, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Nun ein paar spezielle Themen, auf die ich eingehen möchte. Eines davon ist das Thema Unternehmensserviceportal. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der geht in die nächste Phase, wo es darum geht, wirklich die Prozesse zu optimieren, wo man den ganzen Bereich Unternehmenssituation versucht, mit verschiedenen Teilen zu optimieren. Das geht von der Gründung über Fördermaßnahmen
und Ausschreibungen, wo man versucht, hier wirklich die Prozesse so zu bündeln, mit dem Backoffice eine einzige Schnittstelle zu machen, aber auch eine einzige Schnittstelle zu Ihnen zu haben, wo Sie eben personalisiert gleich auf Ihre Situation, Ihre Unternehmenssituation abgestimmt die entsprechenden Meldungen und Verfahren. Wir reden von Meldeverpflichtungen, sage ich einmal die Älteren in der Verwaltung noch von Verfahren, aber wo Sie Ihre Meldeverpflichtungen entsprechend abbilden können und über dieses eine Portal diesen Zugang finden, so als Single Point of Contact, wo Sie einsteigen und dann alle Ihre Verfahren bekommen. Wir haben auch eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht, um das zu hinterlegen, welche Effekte hat das auf der Seite der Verwaltung, aber auch auf Seite sozusagen des Unternehmens, weil letztlich sollte es ja eine Win-Win-Situation für beide sein und nicht nur eine Sache der Technik willen. Weiterer Punkt ist das Unternehmensregister. Das ist ein Thema, wo wir eine Synergie schon gezogen haben im Sinne der Konsolidierung. Wir haben per heute eigentlich weit über 1,3 Millionen Datenbestände organisatorische Entitäten im Unternehmensregister enthalten, haben dann vergangenen Jahr dieses Register genommen und das Ergänzungsregister sonstiger Betroffenen nach dem E-Government-Gesetz gemacht. Warum? Damit wir eine IT für alle Unternehmen haben können. Das heißt sozusagen, dass alle ausgestattet sind und im elektronischen Leben teilhaben können. Das ist sozusagen aus uns ein wesentlicher Beitrag, um die Stammdaten des Unternehmens in der Verwaltung in einem Register zu führen und gebündelt dann auch die Verfahren über diesen Registerkern, wenn Sie so wollen, abzubilden. Da stellen wir uns so vor, dass es im Wesentlichen diesen Registerkern sowohl für natürliche als auch für nicht natürliche Personen gibt. Und in diesen Kern werden so quasi die Stammdaten zu den beiden Entitäten abgespeichert und die anderen Register beziehen immer nur die Stammdaten von dort. Damit kann es eigentlich nicht passieren, dass Sie in den einen Register eine Meldung machen mit einer Adressänderung und das andere Register weiß das gar nicht. Diese Adressänderung, die Namensänderung, all das sollte dann an einer Stelle in dem Registerkern erfolgen und entsprechend abgewickelt werden. Bei den Personen ähnlich, deshalb ist für uns das zentrale Personenstandsregister ein wesentlicher Teil für unsere E-Government-Lösungen. Sie haben hier dann das Schaubild, wie bei uns die Identitäten nach dem E-Government-Gesetz sich bilden. Die bilden sich bei nicht natürlichen Personen im Wesentlichen auf drei Säulen. Wir haben das Firmenbuch mit der Firmenbuchnummer, das Vereinsregister mit der Vereinsregisternummer und das Ergänzungsregister sonstiger Betroffener. Im Ergänzungsregister sonstiger Betroffener haben wir weit über 1 Million Datensätze drinnen. Die werden bestückt aus der Steuer hauptsächlich, aber auch Sozialversicherung oder durch Selbsteintragung, weil zum Beispiel das Bundeskanzleramt, wir zahlen noch keine Steuer, ja, wir haben schon die eine oder andere Abgabe, aber wir tragen uns dann selbst ein in dieses Register, um eine Nummer zu haben, um eine Identität. Wir haben dann auch, um den Brückenschlag zur Wirtschaft zu machen, haben wir für das Ergänzungsregister, also nicht Firmenbuchnummer und Vereinsnummer, einmal die Global Location Number eingeführt, weil die auch insbesondere im Transportwesen sehr verbreitet ist. Es ist eine internationale Nummer. Diese Global Location Number haben quasi alle, die nicht im Firmenbuchnummer und Vereinsregister eingetragen sind, von uns ausgestattet bekommen, ist im ESB nachlesbar. Die können Sie auch B2B verwenden. Die war für den Teil früher kostenpflichtig. Wir haben also Finanzministerium und wir diesen Vertrag übernommen, zahlen das einmal pauschal für die Verwaltung, aber auch B2B. Das heißt, diese Global Location Number können Sie auch verwenden, um im B2B-Geschäft auch das nutzbar zu machen. Ich kenne ein plakatives Beispiel, wenn Sie zum Beispiel beim Rewe anliefern, dann brauchen Sie eine GLN. Ohne GLN sind Sie beim Rewe kein Lieferant. Das können Sie jetzt beziehen. Früher mussten Sie die einmal kaufen, sich die einmal nehmen, um dann überhaupt als Lieferant zu agieren. Und da gibt es wahrscheinlich zig andere Beispiele, wo diese GLN ein Thema ist. Auf den natürlichen Personenbereich möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Da kennen Sie das System mit der Stammzahl. Die EID, warum haben wir das als so ein Kernthema gemacht? Weil die EID im Netz wird immer wichtiger. Sie haben keine Identität, wenn Sie im Netz nicht sozusagen eine elektronische ID haben, um identifiziert zu werden. Und deshalb haben wir das Modell davor auch so entsprechend aufgesetzt.
Ich habe dann versucht, das auch darzustellen anhand meiner Person. Wie finden Sie mich im Netz? Sie geben Leding ein, natürlich über Google oder über eine andere Suchmaschine. Und Sie sehen schon, dass unterschiedliche Identitäten plötzlich im Netz auftauchen. Einmal irgendwo registriert auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Mailadressen finden Sie, im BK werden Sie mich auch finden. Das heißt, es ist in dem Fall relativ einfach, weil Leding ein nicht sehr häufiger Name ist, wenngleich er sehr einfach klingt. Wenn wir dann weiterschauen und sagen, wie sieht das dann aus, wer ist das überhaupt, dann sehen Sie schon bei den Bildern, aber das ist auch nicht, wenn Sie das mit Müller oder Meier versuchen, haben Sie ganz andere Bilder. Bei Ledinger schaut das schon ziemlich konsistent aus und das werde schon immer ich sein, bis auf zwei, drei Ausnahmen, wo dann ein Kollege von mir oder jemand, der gemeinsam bei mir in einer Veranstaltung war, auftaucht, stimmt das sogar ganz gut. Um ehrlich zu sein, sind das aber alles nur vage Annahmen, weil das, wo wir in der realen Welt sind, und ich war vorher auf dem Bildungskongress von der ADV und da wurde sehr, sehr klar von den Forschern gesagt, wir bewegen uns wieder weg von dieser virtuellen Welt hin in die Welt der Augmented Reality, wenn Sie so wollen, Augmented Society, wo es darum geht, reale Teile und virtuelle Teile zu verbinden. Die Google-Brille ist ein so ein Teil schon, den es real gibt, nämlich den setzen Sie auf, Sie schauen auf ein Gebäude und kriegen die Eckdaten dieses Gebäudes. Das heißt, da wird reale Welt und virtuelle Welt verbunden. In der realen Welt ist es selbstverständlich, dass man seinen Bankbeamten oder die Beamtin, seinen Arzt oder den Vermieter eigentlich kennt. Den hat man irgendwo einmal gesehen, face to face. In der digitalen Welt ist das nicht so, weil um ehrlich zu sein, kennen Sie wirklich Ihr Gegenüber einer Mailadresse, ob das wirklich die ist, die Sie gerade sozusagen öffnen und lesen, ob dahinter die Person sie ist. Bei den Tweets sind Sie immer sicher, ob der Twitter-Account die Person ist, die er vorgibt zu sein, passiert sehr, sehr viel anonym. Bei den Hackern wissen wir das Anonymus. Facebook ähnlich und meist ist es sozusagen eine Vermutung, dass man glaubt, die dahinterliegende Person ist eh die eine, von der ich glaube, dass sie auch jene ist. Das heißt, wir setzen sehr, sehr stark auf die Identitäten. Wir setzen künftig auf sehr, sehr stark auf abgesicherte Identitäten, die basieren auf der Signatur auf der einen Seite und auf dem Bürgerkartenkonzept, das mit Handy oder Karte, wie auch immer, nutzbar ist. Warum setzen wir das? Weil wenn Sie sich die Vorfälle anschauen, die heute im Bereich des Identitätsdiebstahles passieren im Netz, dann ist User-ID und Passwort eigentlich kein adäquates Mittel mehr, um heute seine Zugänge abzusichern. Mit diesem System haben wir zwei Komponenten und mit diesen zwei Komponenten eine gute Basis, das entsprechend optimal abzusichern. Und das können Sie auch in der Wirtschaft verwenden. Ich gehe da jetzt, das war zu schnell. Für juristische Personen ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Identität auch schaffen. Die lässt sich dann verbinden mit den Vertretungen, aber Sie brauchen einmal diese Stammzahl, die Sie zuerst gesehen haben, um eine eindeutige ID zu haben. Wir würden uns wünschen, wir haben heute drei Stammzahlentypen, die aber sich sozusagen nicht nur ergänzen und nicht ausschließen, nämlich Firmenbuchnummer, Vereinsnummer und diese GLN. Wir wünschen uns, dass wir die GLN durchgängig eigentlich in dem Gesamtsystem verwenden und irgendwann einmal Firmenbuch- und Vereinsregister auch damit ausstatten können. Wie gesagt, beim ESB können Sie selbst nachschauen. Ich habe Ihnen den Link mitgenommen. Viele von Ihnen, die heute hier sind, werden Sie finden, werden sich selbst finden. Sie können aber auch andere suchen. Es ist ein öffentliches Register im Internet, das Sie nutzen können und entsprechend auch die Identifikationen dann dort vorfinden. Vollmachten ist auch ein Thema. Wie kommen wir dazu, dass wir dann die Vertretungen von Organisationen abbilden? Die brauchen Sie ja auch, weil es braucht ja jemanden, der die Vollmacht hat, um für eine nicht natürliche Person eintreten zu können. Wir lösen das mit Online-Vollmachten, das heißt, es gibt ein Vollmachtsregister, wo wir die hinterlegen. Die werden auf der einen Seite aus dem Unternehmensregister genommen, von der gesetzlichen Seite und auf der anderen Seite auch von den Eintragungen, die Sie gewillkürt machen. Weil Sie können ja sagen, bei mir ist der Herr Meier, die Frau Müller zuständig für das und dann können Sie diese Vertretung hier gewillkürt eintragen. Hier das kurze Schaubild, wie das funktioniert. Wir bedienen uns also auf der einen Seite
der Mechanismen des Unternehmensregisters und auch des Unternehmensserviceportals, wo wir diese Vollmachten und Vertretungen aus der gesetzlichen Geschichte übernehmen. Wir werden auch und sind dabei, sozusagen die, wenn Sie so wollen, Rechte oder Vertretungsbefugnisse im Unternehmensserviceportal zu verwalten, dort einzutragen. Wir haben das beim DVR schon gemacht. Das heißt, Sie tragen im Unternehmensregister ein DVR-Recht für einen Mitarbeiter ein. Der kann das über das USB nutzen, aber auch über das DVR-Portal ist immer dieselbe Person, die dieses Vertretungsrecht hat. Und Sie können darauf dann vertrauen, dass diese Zugänge entsprechend gut abgesichert sind. Hier ein Auszug aus dem Unternehmensregister, dass Sie ein Gefühl haben, wie sieht das aus im Unternehmensregister, was sind da die Daten. Und dann gibt es noch zwei Fälle, wo wir Ausnahmen haben. Das sind die Parteienvertreter, die berufsmäßigen, die können heute eigentlich schon alles ohne eine spezielle Vollmacht von Ihnen machen. Und sozusagen es gibt noch die Organwalter, die auf der Verwaltungsebene agieren und entsprechend für sie einschreiten können. Da brauchen wir keine speziellen Vollmachten, sind aber eher Sonderregelungen. Ich habe dann noch ein paar Beispiele, wo Sie das anwenden können. Unternehmensserviceportal personalisiert. Das heißt, Sie haben einen PIN-Code, mit dem Sie den Zugang schaffen. Wir haben die elektronische Zustellung, die können Sie ja nicht nur für die nachweisliche, sondern auch für den Rest verwenden. Ist ein Ding, das zwar von der Verwaltung kommt, aber von Privat zu Privat ja genauso genutzt werden kann mit den Postfächern, wo wirklich ein Riesenpotenzial an Geld drinnen steckt, was mir bis heute nicht erklärbar ist bei diesen Portozahlungen, die auch der Bund trifft, dass das nicht in die Gänge kommt, aber es wird halt manches dauert, so wie der Bankomat hat auch 10 Jahre gedauert, bis er wirklich in der Fläche anerkannt war. Wir haben aber auch Beispiele in der Wirtschaft, wo diese Lösungen auch in der Wirtschaft bei elektronischen Rechnungen, aber auch bei Zugängen mit der Handysignatur genutzt werden, wo sie diese zwei Komponenten haben. Wir verwenden das zum Beispiel beim Zugang zu unseren Mails oder ELAC-Systemen auch immer mit einer Zwei-Komponenten-Handysignatur. Wir ersparen uns dadurch RSA-Token oder andere Lösungen und der User hat einen PIN-Code, wo er sein Finanz-Online, sein Portalzugang, aber auch die Mails des Bundeskanzleramts nutzen kann, immer mit derselben Methode. Das wird in dem Fall von der Folio Cloud auch angeboten als Möglichkeit. Das heißt, wir sehen durchaus in der Signatur auch einen wesentlichen Teil, das in der Wirtschaft anzuwenden. Wir unterschreiben, unser Sektionschef, hauptsächlich die Verträge nur mehr digital, weil es einfacher ist. Sie brauchen nicht ausdrucken, unterschreiben, einscannen, wieder zurückschicken. Sie kriegen das PDF, Sie unterschreiben das PDF und schicken es zurück. Ein einfacher Zugang, da gibt es auch in der Wirtschaft mittlerweile Produkte, die das ganz, ganz toll abbilden, wo Sie die Signatur nur hineinziehen und das PDF wird dann entsprechend signiert. Und der Zwei-Faktoren-Zugang, den habe ich schon erwähnt. Hier noch ein Chart mit den Zahlen. Sie haben also hier die Zahlen, wie sich die Handysignatur entwickelt. Also wir reden da nicht mehr von einem Orchideenthema, sondern von knapp 130.000, über 130.000 Freischaltungen. Wir haben Monate, wo das bis zu 14.000, 15.000 Freischaltungen sind. Im Schnitt kommen wir so auf knapp 10.000 im Monat. Das wird noch ansteigen, insbesondere wenn wir die ELGA-Geschichte abbilden, den elektronischen Gesundheitsakt, wo der Zugang mit der Bürgerkarte und der Handysignatur möglich ist, wird das noch einen weiteren Schub erreichen. Und damit können Sie auf diese Technologie aufsetzen und kostet Ihnen eigentlich kein zusätzliches Investment. Ja, das, was wir glauben, eine digitale Welt muss abgesichert sein mit Services, mit Angeboten, muss vor allem Kosten und Nutzen im Auge haben. Es muss für alle Beteiligten einen Vorteil haben. Wir sind bemüht, sozusagen das mit unseren Teilen so zu machen, setzen das immer so auf, dass das, was wir tun, auch für Sie nutzbar ist. Also sei das Signatur, sei das Zugänge, sei das Vollmachts- und Vertretungsservices. Und wir brauchen sozusagen weiterhin diese Innovation gemeinsam mit Ihnen, weil die Verwaltung alleine kann nur ein Angebot liefern, kann die Türen öffnen von den Schlössern, die wir gesehen haben, kann aber sicherlich nicht alles umsetzen und Ihnen eine perfekte Lösung bis zum Arbeitsplatz anbieten, sondern nur Services als Basiskomponenten, die Sie dann von der Wirtschaft veredeln. In dem Sinne wünsche ich Ihnen noch alles Gute für den Nachmittag und hoffentlich noch fruchtbare Ideen und die eine oder andere Lösung, die aus dem heutigen Vortrag aus der Wirtschaft dann kreiert wurde. Dankeschön.